So, ihr habt das euch sicherlich schon gedacht. Ich nehme doch noch einen weiteren Part auf. Ich war ungelogen. Es ist jetzt 2 Stunden her, dass ich die letzten 2 Parts aufgenommen habe. Ich saß jetzt hier. Ich habe erst in 1,5, 2 Stunden Mod-Treffen. Ja. Lasst uns WoW spielen. Wobei mir einfällt, eine Sache muss ich nochmal kurz machen. Ich bin sofort wieder da. So, ich hatte tatsächlich vergessen, den Hund wieder reinzuholen. Beziehungsweise, der Hund hatte jetzt, glaube ich, eine knappe halbe Stunde draußen gespielt. Und ich habe sie immer lieber drin, wenn ich aufnehme. Aber ich habe zwar manchmal jetzt, wo es so langsam etwas wärmer wird, habe ich zwar hier auch die Tür jetzt öfters offen, damit, ne, wenn sie reinkommen möchte. Aber es war mir dann doch lieber. Nicht, dass sie irgendwann mal über den Zaun springt oder so. Deswegen hat das jetzt auch ein bisschen länger gedauert. Hat ihr dann noch was für Essen gegeben und ja. So, und wartet mal. Davon machen wir einmal ein Foto. Marschieren ganz langsam aus dem Wald von Elven raus. Nach Westphal mit unseren super platten Latschen, die schon so einiges gesehen haben, die eigentlich schon kein Profil mehr unter der Sohle haben dürften, so weit wie wir mit ihnen gereist sind. Sie haben uns durch den kompletten Wald von Elven begleitet. Und nun begleiten sie uns auch nach Westphal. Hier sind die ersten Leute. Müssten die nicht eigentlich eine Quest haben? Achso. Ja, stimmt. Ach ja, haben sie ja auch. Ich habe nur alles ausgeschaltet. Okay. Bauer Fulbro. Das vergessene Erbstück. Es war fürchterlich. Werner hat mich aufgeweckt, als sie draußen auf dem Feld so ein Radau gehört hat. Das ganze Feld war voller Rowdies. Wir sind in solcher Eile aufgebrochen und da habe ich vergessen, meine Taschenuhr einzupacken. Die Uhr hat mir Vernors Vater an unserem Hochzeitstag geschenkt. Und es wird mir fast schlecht, wenn ich daran denke, dass diese Diebe sie jetzt haben. Ich habe die Taschenuhr im Kleiderschrank in unserem Haus liegen lassen, hatte nach dem Kürbisfeld im Westen Ausschau. Und dann kommt ihr zu unserem Hof. Ihr könnt ihn gar nicht verfehlen. Wenn ihr mir meine Uhr wiederbringen würdet, wäre ich euch sehr dankbar. Schönen Tag auch. Okay. Braucht ihr etwas? Sie hat sogar 2 Quests. Ich hätte nie gedacht, dass jemals der Tag kommen würde, an dem ich den Hof verlasse. Aber in den Feldern wimmelt es nur so von Dieben und es ist für uns viel zu gefährlich geworden. Sobald Bauer Fullbro den Wagen repariert hat, machen wir uns auf den Weg. Könntet ihr mir vielleicht einen Gefallen tun? Ich schreibe euch schnell mein Rezept für Westphal-Eintopf auf. Seid so nett und bringt es Salma Saldern. Sie wohnt auf dem Hof dort hinten. Ihr findet den Hof der Salderns gleich hinter der Gabelung der Straße. Schönen Tag auch. Hallo? Hallo. Okay. Die arme Graumähne. Das arme Pferd ist völlig entkräftet nach all der Arbeit, die wir ihm aufgebürdet haben. Ich habe es gefüttert, ehe wir den Hof verließen, aber wir haben natürlich nicht damit gerechnet, dass uns der Wagen kaputt gehen würde. Wenn ihr die Stute ein paar Hände voll Hafer vom Feld bringen könntet, wäre ich euch dankbar. Ich wette, es lässt sich rund um die Höfe in Westphal etwas Hafer finden. Ihr müsst nur diesen entsetzlichen Maschinen aus dem Weg gehen, die hier alles übernommen haben. Es gibt einige Höfe südwestlich von hier. Mögen die Reisen sicher sein. Okay. Aber wir wollen erstmal, bevor wir uns hier um die ganze Sache kümmern, erstmal zum Hauptpunkt, wo wir eigentlich unsere Quest haben. Und zwar Wald von Elven, Meldung bei Grian Stotmantel, wie auch immer.
So. Aber hier könnten wir eine Quest einmal abgeben. Wenn das direkt auf dem Weg liegt, machen wir das direkt. Salians Farm. Sei dir ernst heißen sie, glaube ich, wirklich. Bauer Salian. Hallo. Das Licht sei mit euch. Harte Zeiten. Wo man geht und steht, braucht jemand Hilfe. Und meine Frau und ich machen da keine Ausnahme. Jetzt seht euch an, nur an, was aus diesem Ort geworden ist. In dieser Gegend lebten einst ehrbare Bauersleute. Die verdammten Diebe haben sie alle vertrieben, aber mich nicht. Jetzt sieht es allerdings so aus, als hätten einige Erntebehüter sich in den Feldern breit gemacht. Wenn ihr euch dem gewachsen fühlt, dann geht hinaus und tötet dort draußen 20 von ihnen. Und wenn ihr fertig seid, kommt zurück und holt euch eure Bezahlung ab. Und wenn ihr alle in meinen Feldern erwischt habt, dann räumt auch in den angrenzenden Feldern auf. Okay, der hat aber gut eine Rüstung weniger. Aber zwei Ausdauer und zwei Willenskraft. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt, ne? Wenn wir auch Rüstung mit Stats holen. Vor allem ist das, glaube ich, grün. Und das andere ist blau, glaube ich. Seid vorsichtig. Wir nehmen es erstmal einfach an. Selma Salam. Grüße. Willkommen in unserer bescheidenen Hütte. Wir freuen uns über jedes freundliche Gesicht. Und ihr habt so starke Arme. Mein Mann und ich sind ständig auf der Suche nach jemandem, der uns auf dem Hof hilft. Jetzt, wo die ganzen guten Leute weg sind, ist es nicht einfach, kräftige Helfer zu bekommen. Ich werde Werner Woolbro sehr vermissen. Ich nehme nicht an, dass ihr auf dem Weg hierher begegnet seid. Die Werner ist immer so ein liebes Mädchen gewesen. Wir werden sie hier in Westfall vermissen. Aber ganz ehrlich und nur unter uns, sie ist ja eigentlich ein Stadtkind. Und deswegen wird sie sich in Stormwind Pool wohlfühlen. Aber genug getratscht. Jetzt können wir Westfall Eintopf kochen. Wir können kochen. Die Zwiebeln sind geschält, der Knoblauch ist gehackt, der Rosmarin ist zerstoßen, die Kruste ist gebacken, das Zierkraut ist gewiegt und die Soße steht auf dem Herd. Jetzt brauche ich für meinen berühmten Fleischpastete nur noch 8 Geiferzahnlebern. Okay. Lebt wohl. Hallo. Wollt ihr mir dabei helfen, Westfall-Eintopf zu kochen? Dann bringt mir die folgenden Zutaten. 3 Stück sehniges Geierfleisch, 3 Geiferzahnschnauzen, 3 Mörlockaugen, 3 Okraschoten. Okay, die Topf von Schuhe. Okay, das andere ist tatsächlich besser. Grün war das, oder ist das hier auch so, dass es quasi grau ist das Schlechteste, dann grün, dann blau, dann lila? Oder ist das hier auch die Hochstufen? Ich weiß, das hatte ich privat schon mal den Dufte gefragt. Aber ich ohne Witz, ich habe keine Ahnung mehr. Ich hab's mir nicht gemerkt, scheiße. Ich meine aber, das war auch wieder so, ne? Mit grau, grün, blau, lila, violett, rot, keine Ahnung. Rot, glaube ich, eher weniger, aber, ne? Ich glaube, das war so die Auflistung. Ich nehme mal an, das erkennt man dann auch an der Schrift. Und das hier ist zum Beispiel grau, das andere war jetzt grün abgebildet. Schönen Tag auch. Hier haben wir halt komplett nur grau. Und das hier ist zum Beispiel grün. Also könnte sein, dass das ist, ne? Oh, Tod auf den Feldern ist... Also ohne Witz, als ich damals hier war, war hier alles orange. Orange bis rot. Also wir haben schon gut was vorgearbeitet. Aber ohne Witz, ich liebe Westfall so. Irgendwie ist das cool. Es ist nicht eines meiner Lieblingsorte, muss ich sagen. Also der Wald von Elben gefällt mir bisher am besten von dem, was wir jetzt hier gesehen haben. Von dem, was noch kommt, rede ich noch nicht. Und wie gesagt, das hier, der Wald von Elben ist schon schön. Aber sehr eintönig, finde ich auch. Also sehr, sehr eintönig. Aber das wird in Westfall nicht anders sein. Westfall hat halt wirklich nur diese Felder.
sind, müssten diese Geier sein. Huch. Hab ich Kacke gebaut. Okay. Das brauche ich nicht. Speerkuppe haben wir entdeckt. Große Meer. Phew. Dann laufen wir doch erstmal hier oben lang. Und hier können wir einmal abgeben. Seid gegrüßt. Die Volksmiliz. In Westfall hat sich übles Verderbnis eingeschlichen. Während ich auf dem Schlachtfeld von Lordaeron meine Pflicht tat, wurden diese anstehenden geführten Höfe überfallen und zu Schlupfwinkeln für Schläger und Mörder umfunktioniert. Die Volksmiliz ist auf eure Hilfe angewiesen. Ah, mein Freund hat euch also zu mir geschickt. Wie nett. Nun, das Königshaus von Stormwind hat unsere Sache aufgegeben. Jetzt ist es an der Volksmiliz, das Land von der Verderbnis zu befreien. Wenn euch unsere Sache interessiert, so würde ich eure Fertigkeiten im Kampf gern im Namen der Freiheit einsetzen. Ja, okay. Die Volksmiliz hat nur ein einziges Ziel, Westfall zu verteidigen und den Frieden in diesem Land zurückzubringen. Doch leider muss der Frieden nur allzu oft mit Blut bezahlt werden. Einer meiner Speer hat uns Kunde davon gebracht, dass eine Fallenstellerbande der Defias hier in der Nähe verheerende Schäden anrichtet. Mir liegen Berichte vor, dass einige Fallensteller der Defias in der Nähe des Yango-Schachts im Nordwesten gesichtet wurden. Ebenso bei Molsens Hof und bei Fulbroths Kürbishof. Wenn ihr unsere Reihen beizutreten wünscht, dann erschlagt 15 Fallensteller der Defias und 15 Schmuggler der Defias. Kehrt zu mir zurück. Ziehe den Ehrenfreund. Okay, hier gibt es übrigens ganz viele Quests. Auf Patrouille durch Westfall. Stormwind hat uns im Stich gelassen. Der üble Gestank der Verderbtheit weht über die Ebenen von Westfall. Dies war und ist mein Heimatland und ich werde die Bürger, die sich zum Bleiben entschlossen haben, nicht verlassen. Wir, die wir früher Bauern waren, werden Widerstand leisten. Eure Aufgabe, so ihr sie denn annehmt, wird es sein, im Grasland von Westfall auf Patrouille zu gehen. Spürt die widerwärtigen Gnole auf, die augenscheinlich mit den Dieben aus den Todesminen zusammenarbeiten. Und tötet sie. Bringt mir 8 Gnulltatzen und ich werde euren Mut belohnen. Belohnen wissen, oh Gott. Und die können wir gebrauchen, die armen Schienen. Für die Allianz. Hallo! Für die Allianz! Okay. Huch, was ist das denn jetzt hier? Okay. Ich versuche die Speerkuppe so gut wie möglich zu versorgt zu halten. Aber das geht nicht immer. So oft wie wir im Einsatz sind. Wir bekommen zwar nicht viel Unterstützung von Stormwind direkt, aber ich habe einen Kontaktmann in der Stadt, der uns mit Rüstung versorgt. Sein Name ist Usrik Strang. Dein Geschäft begrenzte Immunität liegt in der Altstadt von Stormwind. Unser Vorrat an Rüstung schwindet. Ich muss bei Usrik mehr bestellen. Könnt ihr ihm diese Notiz bringen? Der schnellste Weg nach Stormwind führt über Tor. Unseren Greifenmeister. Wir können die Greifenmeister jetzt freischalten. Sehr geil. Er ist unten am Hügel. Bringt ihm meine Notiz und nehmt dann einen Greifen nach Stormwind. Mögen eure Reisen sicher sein. Das finde ich zum Beispiel schon mal richtig cool. Ein Pluspunkt für Westfall. Für Westfall. Und zwar die Greifenmeister. Damit geht es zumindest von Westfall aus schon mal etwas schneller, wenn wir
nach Stormwind wollen. Wir müssen nicht mehr zu Fuß dahin. Klar ist das halt so begrenzt. Wir können halt nur von Westfall bisher. Ich meine halt auch nur von diesem Ort aus. Von einem anderen Ort in Westfall geht das, meine ich nicht. Aber wir kommen der Sache doch schon mal ein bisschen näher. Das heißt, gut, wir werden das jetzt so legen, dass wir nur nach Westfall reisen, wenn wir da halt viel zu tun haben. Also Zauber kaufen oder. Also mal gucken. Ach ja. Naja, okay, wir nehmen erstmal weitere Quests an, bevor ich hier weiter in der Musik versacke. Was kann ich für euch tun? Volksbeliebts Umhang. Sehr schön, sehr schön. Das ist ein grüner. Hier natürlich auch, aber da würde ich tatsächlich eher den Umhang nehmen, tatsächlich. Weil die Hose haben wir ja eine Stunde ganz, ganz okay. Okay, die Defis sind ständig in Bewegung. Ich überwache ihre Aktivitäten jetzt schon seit einiger Zeit. Und dabei habe ich festgestellt, dass viele Bandenmitglieder an den roten Lederkopftüchern zu erkennen sind. Nicht schon wieder, die sie tragen. Bringt mir 15 dieser Kopftücher, dann werde ich dafür sorgen, dass ihr belohnt werdet. Wir müssen in jeder Ortschaft müssen wir diese scheiß Dinger suchen. Hier ist übrigens ein Stallmeister. Grüße. Das Licht. Da könnte man dann wahrscheinlich seine Begleittiere auswählen. Braucht ihr etwas? Lebt wohl. So. Also jetzt würde es sich für mich halt überhaupt noch nicht lohnen, nach Westfall zu gehen. Stormwind. Ich gucke mal. Was kann ich für euch tun? Ihr seht aus, als hättet ihr jetzt eilig. Tja, dann seid ihr genau richtig. Ihr müsst diese Notiz aus Stormwind bringen. Das ist kein Problem. Ihr könnt einen meiner Greifen nehmen. Gegen eine geringe Gebühr könntet ihr einen Greif nach Stormwood nehmen. Soll Lewis Notiz zu Ostrich bringen. Einen schnelleren Weg gibt es nicht. Wenn euch das akzeptabel erscheint, sprecht mich wieder an, sobald ihr bereit seid für den Flug. Es kostet eine Kleinigkeit, aber glaubt mir, es lohnt sich. Auf dann. So, ich spreche ihn jetzt natürlich nicht nochmal an. Weil wir wollen ja noch nicht nach, Elwyn. Kommt näher. Kupferroute. Grüner Farbstoff. Auf dann. Ich liefere nur feinste Waren. Seid vorsichtig. Was kann ich für euch tun? Okay. Gut. Also wir haben jetzt einiges an Quests bekommen. Oh Gott. Rote Lederkopftücher und Tod auf den Feldern ist nur etwas heavy für uns. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder dahin, wo wir bei den Full Bros stehen geblieben sind. Und kümmern uns da erstmal um die Sachen, weil da sind relativ viele. Ach, das ist ein Haar von mir. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, ohne Scheiß, das, was hier so hängt. Ich dachte gerade so, hä, was ist das denn für eine Farbe? Das hat ja eine ganz andere Farbe als mein Haar. Ich dachte so, hä? Das hat sich hier irgendwie so um das Kabel hier mit rumgewickelt. Sieht immer noch etwas komisch aus, aber passt. Ne, wir gehen erstmal dahin zurück, wo die Full Bros wohnen. Und begeben uns dann von da aus dahin. Werd einmal ganz kurz meine Haare zusammenbinden, weil irgendwie... Ich bin das gerade.
So, so ist doch schon viel freier. Sieht zwar scheiße aus, ist mir aber tatsächlich sowas von Wumpe. Ist, ja, soll ja funktions... Also, ne, soll ja befreien und nicht... gut aussehen. Deswegen der hier nicht auf den Mond schaut. Oder? Ich weiß nicht, vielleicht hat unser Charakter ja vor, auf einem Mond schon zu gehen. Aber ohne Scheiß, ich finde Westphal eigentlich mega schön, halt auch wegen dieser Bäume. Und die Bäume sind zwar jetzt nicht so das Hammer-Design. Ich glaube, wir spielen das Spiel auch schon auf den höchsten... ja, ultra hoch. Wir spielen es tatsächlich auf den höchsten Einstellungen. Okay. Eigentlich sind wir ja zufrieden damit. Weil sie braucht nur die rostigen Erntegolems. Hersteller. Romäne. Nee, das sind Erntebehüter, die wir brauchen. Die Erntegolems brauchen wir tatsächlich nicht. Dann kümmern wir uns erstmal um den ganzen anderen Kleideradatsch hier. Bärchen. Dann wollen wir einmal Wasser herbei. Nahrung haben wir noch mehr als genug. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt für aufpassen. Das benutze ich jetzt noch einmal. Wir brauchen Inventarplatz. Noch haben wir auch nichts, was wir gebrauchen können. Also das Ganze hier wird jetzt sowieso eine ganze Weile dauern. Kann ich noch nicht wirken. Und wann haben wir denn so viel Leben verloren? Okay. Also ich glaube, diese Schweinchen waren sowieso etwas, garstig. Die bringen uns dazu, dass wir relativ schnell relativ viel Leben verlieren. Wunderbar. Bin ich immer wieder relativ begeistert von den Viechern. Aber dafür haben wir hier was bekommen. Okay, da haben wir auch was von bekommen. Schleicher der Defias. Brauchten wir die? Dieser Zauber ist noch nicht bereit.
Für die roten Kopftücher brauchen wir sie. Es sind aber nicht... die Schmuggler oder Feuersteller. Okay. Da steht auch so ein Säckchen. So eine Murdochs geht es übrigens darunter. Was die nächste Beispiel auch schon. Komm schon. Aber wir kriegen die Tücher relativ schnell zusammen. Aber wie schnell auch unser Level steigt, ne? Also, beziehungsweise hier die Leiste. Ich finde, sie steigt relativ schnell. Liegt vielleicht aber auch daran, dass es halt recht fix geht jetzt. Weil wie gesagt, auf Level 10 hatte ich es damals hier versucht und ich musste wirklich... Gott, musste ich hier ackern. Das war echt alles andere als einfach. Vor allem, weil die Viecher auch teilweise wie hier Level 13 waren. Das lädt immer noch auf. Und halt einfach mal so übel stark. Gucke gerade mal. Sieht da halt tatsächlich null Hafer. Hier müssten tatsächlich noch Hafer haben. Irgendwo. Ja, da. Nein, für die Taste. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Die haben auf jeden Fall Hafer. Ich war der Meinung, dass hier irgendwo auch mal... Da ist noch ein Sack Hafer. Kann ich doch nicht wirken. Ja, doch, geht eigentlich recht fix sogar. Okay, nee, der ist deutlich schlechter. Ich muss näher ran. Okay, das heißt, zwei Säcke Hafer haben wir schon mal. Aber zwei ist noch nicht viel.
Also wie gesagt, das hier dauert jetzt erstmal eine ganz lange Zeit. Ich will auch erstmal alle Quests hier mal durchhaben. Das Gute ist halt, wir leveln so auch recht gut. Finde ich. Natürlich auch Ansichtssache. Brauche ein Ziel. Ich kann nicht mehr tragen. Meine, wenn ich mir so bedanke, für manche ist der Sack halt halb voll, für manche ist er halb leer. Gott, ich könnte eigentlich sofort auf der Stelle einpennen. Ich war halt die Nacht bis, ich glaube bis 4 Uhr haben wir gestreamt. Also etwas müde bin ich dann doch schon. Aber ich muss doch etwas durchhalten. Wie gesagt, nachher steht noch ein kleines Mod-Treffen an. Weil wir ein Event planen, das Osterdilemma. Das zum zweiten Jahr, das zum zweiten Mal in Folge. Und ja, das muss natürlich auch geplant werden. Ich weiß, ich habe recht wenig Leben. Wahrscheinlich auch gerade verdammt dumm, was ich hier tue. Das lädt immer noch auf. Na, wobei geht. Okay, gleich brauche ich aber. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche aber wieder. Bisschen was an Essen. Kacke. Okay. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Okay. Muss ich das einmal kurz machen und einmal weglaufen. Das überlebe ich sonst nicht. Okay, ich überlebe es auch so nicht. Scheiß Fernkämpfer. Okay. Also, erster Tod auf jeden Fall in Westphal. Naja, kann vorkommen. So, dann mache ich aber auf jeden Fall, während wir jetzt laufen, einmal einen Cut. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Part wieder. Ciao.